Brüder und Schwestern in Christus. Die letzten drei Tage, die große Feier, die jedes Jahr begangen wird, das hohe Osterfest, ist etwas, was mir selber ein bisschen in den Knochen liegt. Ich bin ziemlich fertig und müde, aber das gehört irgendwie dazu. Wenn man feiert, soll man so lange feiern, wenn es eine richtige Feier ist, bis man echt müde ist, bis man sich nicht mehr bewegen kann. Ihr kennt das vielleicht aus verschiedenen Familienfesten. Das ist zwar kein gutes Beispiel, aber im Grunde genommen gibt es etwas wieder, was wesentlich ist, auch für uns Christen, dass man da sitzt an der Tafel und stoppt sich voll und dann kann man nicht einmal richtig aufstehen und einem wird auch schlecht danach, weil man so viel gegessen hat oder zu viel getrunken hat oder sonst was. So sollten wir auch feiern. So sollten wir auch Ostern feiern. Und wenn dir eine gewisse Müdigkeit vorhanden ist, nutze das aus. Dann bist du auch richtig unterwegs. Auch wenn es vielleicht nur an der Zeitumstellung liegt oder an etwas anderem. Wir sind so ein bisschen wie die Jünger damals, die auch nicht so wirklich wussten, was los ist. Die waren vielleicht nicht müde, aber ein bisschen verwirrt von dem Ganzen. Ihr müsst euch das vorstellen, die drei Tage gefeiert haben, jetzt Gründonnerstag, Karfreitag, Osternacht, die gehören zusammen, das ist eine Feier, also der Übergang Christi zum Haus des Vaters. Die werden es auch in den Knochen spüren. Das ist etwas Anstrengendes, Jesus beim letzten Mal zu begleiten, ihn dann zum Gethsemane, zu dem Garten der Angst, der Einsamkeit, der Gottverlassenheit, mit ihm zu gehen, ihn dort zu begleiten, dann neben dem Kreuz zu stehen, nicht wissend, was man damit anfangen soll, wozu soll das gut sein, warum ist Gott so gestorben, warum hat Jesus das auf sich genommen und warum das Grausame. Dieses Ausharren des Karsamstags, das auch nicht so einfach ist, weil naja, man hat so einiges zum Vorbereiten für Ostern und so weiter, aber an seinem Grab ein bisschen Wache zu schieben, tut zwar gut, aber kann auch müde machen. Und die Osternacht, die wir heute gefeiert haben, also bei uns hat es ziemlich lange gedauert, mehr als 2 Stunden, aber das ist jetzt keine Anklage, sondern eine Feststellung. Das soll so sein. Man sollte bis zum Morgengrauen durchzecken. Ich muss selber gestehen, nach der Feier war ich so fertig, dass ich dann mich hinlegen musste. Und das war eine richtige Entscheidung, aber ausgeschlafen bin ich trotzdem nicht wirklich. Warum so viel? Ja, weil das Christentum nicht irgendetwas ist. Es geht um dein Leben. Um dein Leben geht es hier. Nicht darum, dass wir jetzt Gott Ehre geben. Er braucht unseren Lobpreis nicht. Ohne das ist er genauso heilig, genauso herrlich, genauso gut wie vorher. Wir müssen uns nichts vormachen. Aber wir müssen ein bisschen so sein wie diese 2 Jünger, von denen wir heute gehört haben. Der erste Jünger, den die Tradition Johannes nennt, der Jünger, der von Jesus geliebt wurde, und der zweite Petrus, wo sie auf die Botschaft der Frauen hin schnell zum Grab eilen. Obwohl sie nicht wirklich wissen, was sie dort erwartet, laufen sie hin. Weil irgendetwas ist mit Jesus los. Irgendwas ist da los. Und man sieht, Petrus, wie die Tradition berichtet, war wahrscheinlich ein ziemlich stämmiger und großer Mann. Der Johannes, vielleicht ein bisschen fitter als er, so ist der Johannes als Erster angekommen. Und dieses Laufen zum Grab hin, diese 2 Jünger, das soll auch unsere Nachfolge sein. Man soll sich nicht damit abgeben, dass man vielleicht wie Petrus ist, der Erste unter den Jüngern, oder dass du eine besondere Aufgabe hast oder sonst was, dass du so viel weißt über Gott, dass du
mit ihm im Guten bist, das soll dir nicht genügen. Das ist zu wenig. Weil es geht im Glauben nicht so sehr darum, wie es mir geht, also ich sehe das so, sondern wie ich zu Gott stehe. Nicht meine Befindlichkeit ist entscheidend, sondern dass er von den Toten auferstanden ist. Das hat dann auch Einfluss auf meine Befindlichkeit, auch wenn man manchmal ja schlecht drauf ist oder einem was wehtut oder sonst was, das Gesicht verzieht und vielleicht nicht so freundlich reinschaut. Das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie du deinen Alltag bewältigst. Und lass dir nicht einreden, dass es ausreicht, am Sonntag in die Kirche zu gehen. Das ist toll, dass ihr das macht, aber das ist zu wenig, um Christ zu sein, um Christin zu sein. Weil dieses Ereignis von vor 2000 Jahren soll unser ganzes Leben prägen, nicht nur die eine, zwei, drei Stunden am Sonntag, je nachdem, wie man rechnet. Manche müssen ein bisschen anreisen zur Heiligen Messe, nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, man muss sich fertig machen und so weiter. Das reicht nicht aus. Das soll deinen ganzen Alltag prägen. Und ich versuche das jeden Tag aufs Neue, es gelingt mir kaum, aber ich versuche es, dass diese Auferstehung Christi, sein Opfer auf dem Kreuz, seine Gemeinschaft mit den Jüngern, mein Leben prägt entscheidend. Dass in allem, was ich tue oder nicht tue, ich mich immer frage, wie würde Jesus das tun? Das ist das Erste in diesem ganzen Wettkampf. Aber, also Wettkampf des Glaubens, weil man muss auch ehrlich sein, unsere leistungsorientierte Gesellschaft fordert auch so etwas, sein Denken. Ich muss der Beste sein, ich muss das schönste Auto haben, schönstes Haus oder sonst was. Deswegen muss man was leisten. Im Christentum muss man auch etwas leisten, aber ein bisschen anders. Gott macht uns keinen Druck. Aber es geht auch um einen gewissen Wettkampf des Glaubens. Und man sieht es auch am Verhalten der zwei Jünger, wie es ablaufen soll. Weil obwohl Johannes der Schnellere ist, wartet er auf den Petrus. Der zwar in der Nachfolge immer der Erste ist, der voll Begeisterung draufstürmt, ohne groß zu überlegen und dann muss er selber erkennen, dass er irgendwie schwach ist. Aber hier ist er irgendwie schwerfällig vielleicht, was weiß ich, hatten die Füße weh vom langen Sitzen in dem Abendmahlsaal oder sonst was, aber er ist später angekommen. Und was macht der Johannes? Er wartet auf ihn. Und da gibt es zwei Elemente. Erstens beim Johannes diese Demut, wo er sieht, Petrus ist der Erste. Er ist der erste Zeuge dann in der Gemeinde. Nicht der Johannes, nicht die Frauen, die Jesus, diesen Auferstandenen zuerst gesehen haben, sondern der erste Glaubenszeuge in der Gemeinde ist dann Petrus. Auf ihm baut die Kirche, auf seinem Zeugnis, dann auf dem Zeugnis der Apostel. Und deswegen wartet Johannes ein bisschen auf denjenigen, auf dessen Zeugnis die Gemeinde aufgebaut werden soll. Und das bedeutet, dass wir auch einen Glaubensgehorsam haben müssen. Anders funktioniert die Nachfolge nicht. Und das heißt nicht, dass ich alles meinem Bischof abkaufen muss, was er von sich gibt. Kein Bischof ist unfehlbar. Der Papst ist auch nicht wirklich unfehlbar. Nur wenn er mit allen Bischöfen etwas verkündet, und das hat er bis jetzt, wenn ich mich nicht irre, zweimal gemacht, also nicht besonders viel, da ist er unfehlbar. Aber nur, weil er das verkündet, was das Volk Gottes glaubt. Aber es geht um dieses Glaubenszeugnis, dass ich auf jemand anderen bauen kann. Ihr habt solche Glaubenszeugen, solche Leute wie Petrus in eurem Leben sicher. Ihr sitzt in dieser Kirche nicht deswegen, weil, also
vermute ich, dass bei keinem Gott sich irgendwie offenbart hat und hat ihm gesagt, geh in die Kirche. Sondern vielleicht ist es bei euch wie bei mir gewesen. Also bei mir war es mein Opa, der hat mich immer in die Kirche geschleift, ob ich wollte oder nicht. Meine Eltern hat es nicht interessiert, aber er hat immer mich und meinen Bruder mitgenommen, wie ich ein kleines Kind war. Er hat mir den Glauben vermittelt. Er war der erste Zeuge für mich. Wer war dein Zeuge? Frag dich. Vielleicht wäre es nicht schlecht, heute dafür ein bisschen zu danken. Gott, für dieses Zeugnis, das du in deinem Leben erfahren konntest, dass du von Christus und dieser frohen Botschaft gehört hast. Also danke heute für die Menschen, die für dich Glaubenszeugen waren. Weil die sind wichtig. Die sind wirklich wichtig. Und sei dir dessen bewusst, auch du bist dazu berufen, sein Glaubenszeuge zu sein für andere. Vielleicht bist du es schon. Vielleicht weißt du es gar nicht. Und deswegen diese Glaubensgehorsam, diesen Glaubenszeugen gegenüber, dass man ihnen einfach glaubt, was sie von Jesus erzählen. Und das Zweite, was man bei diesen Jüngern sieht, das sind, glaube ich, schon zwei Dinge. Diese Demut des Johannes und sein Glaubensgehorsam. Und das Zweite habe ich jetzt vergessen. Aber das ist anscheinend nicht so wichtig, wenn ich es vergessen habe. Wenn ihr Näheres erfahren wollt, Johannes Evangelium 20. Kapitel, da ist alles geschrieben. Auf jeden Fall bewahrt euch diese Freude, die in eurem Herzen manchmal aufkeimt. Lasst euch von der Welt nicht beunruhigen, wie wir heute in der Apostelgeschichte gehört haben. Ihr wisst, was geschehen ist. Zum Abschluss erzähle ich euch nur eine kleine Begebenheit. Ich war einmal eingeladen bei einem Priesterkollegen, der hat mit ein paar Familien irgendwas gefeiert, keine Ahnung, was das war, aber eine schöne Feier. Es war auch eine italienische Familie dabei, also ein jüngeres Ehepaar mit Kindern und die Eltern. Und auch der Bischof ist gekommen, und sein Sekretär. Nun, die Italiener, die sind so lustig und haben da verschiedene Sachen erzählt. Und irgendwann, der alte Opa hat gemerkt, dass der Bischofssekretär immer so traurig reinschaut. Und ja, Italiener, so wie sie sind, der ist zu ihm gegangen, dieser 80-jährige Mann, hat ihn dann Schultern geschüttelt und sagt, Fritz, freu dich, Christus ist auferstanden, warum freust du dich nicht? Der hat so verdattert reingeschaut. Der Bischof hat nur gelacht, weil er seinen Sekretär sehr gut kennt. Und der Sekretär wusste nicht, was er machen soll. Aber manchmal brauchen wir auch solche Leute, solche 80-jährige Opas, bei denen man das nicht vermuten würde, die unser Leben durchschütteln und sagen, was Sache ist, was der Kern ist, was das Wichtigste ist. Und ich sage es euch heute, das Wichtigste in meinem und in deinem Leben ist, dass Jesus für uns gestorben und von den Toten auferstanden ist. Mehr braucht man nicht zum Leben. Das könnt ihr mir glauben, da bin ich ein bisschen Glaubenszeuge vielleicht für euch. Ein bisschen Glaubensgehorsam ist es gefragt. Auch wenn der Alltag manchmal sehr kompliziert ist, weil die Welt ist, so wie ist, weil wir auch schwach sind, lasst euch davon nicht beunruhigen. Das Schlechte in uns und in dieser Welt soll nicht das letzte Wort haben. Das letzte Wort hat Gott gesprochen in seinem Sohn Jesus Christus zu dieser Welt. Und nichts auf der Welt kann dieses Wort ändern. Der beste Beweis dafür hat einer meiner Mitbrüder einmal gesagt, das ist schon das Letzte, was ich euch erzähle, wie wir noch ganz am Anfang unseres Studiums waren, wir waren immer so große Zweifler, was die Gemeinschaft betrifft, ja, weil Franziskaner sind wie alle anderen Gemeinschaften, viel Sünde dabei und Schwäche. Und er hat dann einmal gesagt, der beste Beweis dafür, dass die Kirche von Gott kommt und auf Jesus Christus gegründet ist, dass die Priester dieser Kirche seit 2000 Jahren es nicht geschafft haben, diese Kirche zugrunde zu richten. Also nichts kann die Kirche zugrunde richten.
Und das Wort Gottes, das er in diese Welt gesprochen hat, kann nicht ausgelöscht werden. Lasst euch nichts anderes reinsagen oder reinreden. Er ist auferstanden. Freut euch, und wo ihr die Freude in euch nicht haben könnt, holt diese Freude euch bei jemand anderem, bei dem ihr sie erkennen könnt.